Wenn du auf dem Ungaroring im Qualifying auf die letzte Kurve zufährst, hol schön weit aus für Startziel. Das ist die längste Gerade des Kurses. Hier kannst du DRS und das rechtliche KERS einsetzen. Außerdem kannst du hier gut überholen. Runter zur Kurve 1, kurz nach dem 100-Meter-Schild, hart bremsen bis in den zweiten Gang. Die Kurve macht auf, du kannst früh beschleunigen und bergab Richtung Kurve 2 rasen. Hier blockieren aber schnell die Räder. Runter in den zweiten Gang. Jetzt links halten vor der nächsten Rechtskurve 3. Dann Vollgas bergauf. Jetzt die großartige Kurve 4, die du im vierten Gang nimmst, bei der du den Scheitelpunkt nicht einsehen kannst. Halte dich am Ausgang vor Kurve 5 von den Curbs fern. Fahr langsam und weit über die Curbs am Ausgang, bevor es auf die tückische Rechts-Links-Schikane mit den Kurven 6 und 7 zugeht. Nimm hier mit wenig Speed nicht zu viel von den Curbs mit, sonst verlierst du die Balance. Jetzt Kurve 8 schön eng fahren, früh auf Kurve 9 vorbereiten und das Tempo hochhalten, bevor es links durch Kurve 10 geht. Vollgas, dann extrem langsam durch Kurve 11, wo du maximale G-Kräfte spürst. Jetzt bergab beim 100-Meter-Schild in den zweiten Gang runterbremsen. Nimm am Ausgang nicht zu viel von den Curbs mit, da du schnell nach rechts kommen musst, bevor du die vorletzte Kurve hart anbremst. Öffne die Lenkung am Ausgang, nutze möglichst auch die Boxeneinfahrt voll aus und dann geht's in die letzte Kurve. Halt dich innen, hab Geduld. Dann, so früh du dich traust, aufs Gas, voll über die Curbs am Ausgang. Und das war eine Runde auf dem Ungaroring.